Er gehört zum Inventar von Basel, der Basiliskenbrunnen. Lang vor den kleinen grünen Gussbrunneli hat es schon Basilisken gegeben, die aufs Trinkwasser aufgepasst haben. Zum Beispiel am allerersten Basiliskenbrunnen, der 1550 an der Augustinergasse errichtet worden ist. Die kleinen Brunnen, die Basel 1883 nach dem Inbetriebnahme vom Pumpwerk Langenerlen in die wasserarmen Winkel der Stadt gestellt hat, sind vom öffentlichen Geschmack nicht gutiert worden. Zu fest haben sie nach unverwüstlichen Schulhofbrunnen ausgesehen. Ein Brunnenstock von jenem schmucklosen Design kann man heute noch in Bettigen beim Friedhof am Silberbergweg sehen. 1884 ist wegen diesem Wettbewerb ausgeschrieben worden. Gewonnen hat er den Hof von Wilhelm Bubeck. Der Architekt, der schon an der Gotthardbahn mitgeschafft hat, ist in Basel 1880 Leiter vom Gewerbemuseum und dann 1886 Direktor von der Allgemeinen Gewerbeschule geworden. Sein Serienbrunnen ist eine prächtig geschmückte Schale, die von einer filigranen Säule ruht und von einem Wasserspender Basilisk gekrönt ist. Auch das Wasserschälchen in Muschelgestalt für die lieben Hündchen ist nicht vergessen worden. Ab 1892 sind die Bubeckschen Basiliskenbrunnen in Basel aufgestellt worden. Gossen im Hochofen von der Ludwig von Rolschen Eisenwerk in der Klaus bei Balstel. Leider hat der Schöpfer seine Brunnen nie im Betrieb erlebt. Der Wilhelm Bubeck ist beim grossen Eisenbahnunglück von Münchenstein am 14. Juni 1891 ums Leben gekommen. Seine Brunnen aber haben ihren Weg weit über Basel ausgemacht. 1983 hat zum Beispiel Zürich einen geschenkt bekommen. Zwischen 1993 und 2009 sind weitere Brunnen auf Reise gegangen. Nach Hünigen, nach Wien, nach Shanghai und sogar nach Ammel im Baselbiet. Die ersten zwei Basiliskenbrunnen in Basel sind 1892 auf dem neu gestalteten Mähplatz installiert worden. Nur provisorisch, solange bis der grosse Mähplatzbrunnen kommt. Er ist bis heute nicht gekommen. Die filigranen Basilisken haben 4 Jahrzehnte auf dem verkehrsreichen Mähplatz zwischen Mähdkarren und Stoßstangen ausharren, bis sie 1932 durch die robusteren Brunnen von Hans Mähli ersetzt worden sind. Die haben den Vorteil gehabt, dass die Mähdfahrer in ihren langen Röhren die Spritzkannen zum Füllen können aufhängen. Das wäre für Basilisken zu viel verlangt gewesen. So viel zur Geschichte vom Basiliskenbrunnen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und wünsche noch eine recht schöne Zeit. Ihre Grabmacher Jock.